Hallo, ich begrüße dich beim neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität. Mein Name ist Steve und ich nehme dich heute mit auf einen Roadtrip von Berlin nach Usedom. Was mir da passiert, ob ich ankomme, wir werden sehen. Bleib dran nach dem Intro. Erster Ladestopp nach gut 100 Kilometern in Gramsow. Super durchgekommen. Man muss halt mal erstmal aus der Berliner Innenstadt raus. So, dann gucken wir mal. Was sagt er denn? Karte wird geprüft. Alles klar. Okay. CCS ausgewählt. Und rein damit. Gucken, was er anzeigt. Ich hoffe, man kann es sehen. Schließen Sie Ihr Fahrzeug an. Habe ich gemacht. Und wie man hören kann, startet die Ladung. Wir sind hier in Gramsow, den ältesten Ort der Uckermark, wie ich am Ortseingangsschild lesen durfte. Wetter ist göttlich. Ohne Probleme bisher durchgekommen. Und hier sind wir tatsächlich auf einem kleinen Parkplatz, an dem es anscheinend jede Woche einen Markt gibt. Und das Interessante, das zeige ich euch jetzt mal. Das seht ihr nämlich hier. Guckt mal da. Parkplatz, Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs dürfen hier auf diesen zwei Plätzen bestehen, außer Donnerstags von 5.30 Uhr bis 14 Uhr. Das ist äußerst interessant, denn gleichzeitig ist diese Säule gefördert worden. Und in den Förderrichtlinien steht für gewöhnlich eigentlich immer drin, dass diese Säulen 24/7 zugänglich sein müssen und nicht verstellt werden dürfen. Das würde mich mal interessieren, also ich möchte hier niemanden gängeln, aber es würde mich mal interessieren, ob der Betreiber auch davon weiß. Und im Zweifelsfall müsste man dann halt eben schauen, okay, das ist ja direkt neben der Auffahrt vom Parkplatz, dann lässt man die halt einfach frei, wenn Markt ist. Das sollte ja sicherlich nicht das Problem sein. So. Ich lade jetzt hier auf jeden Fall. Kamera ein bisschen einstellen. Was sagt er? Wie lange braucht er? 25 Minuten. So lange werde ich mir jetzt einfach mal gut gehen lassen, mir einen Kaffee holen. Und wir sehen uns dann gleich, wenn es weitergeht. Kurz dazu sei noch gesagt, dass genau so im Prinzip für mich ein Familienurlaub ablaufen sollte. Wir sind jetzt gut anderthalb Stunden gefahren. Über die Fahrzeiten zwischen den Pausen kann man sicherlich streiten. Für uns ist der perfekte Turnus, denn die Kurze kann jetzt in der Sonne sitzen, kann ein bisschen malen und meine Frau hat ihren Kaffee und ihre Toilette und dann sind alle Beteiligten glücklich. So, Ladung ist fertig. Dann machen wir mal wieder zustöpseln. Und wie es sich gehört, auch gleich die Ladung als erfolgreiche Ladung ins Going Electric Forum eintragen. CCS haben wir genutzt. Okay, speichern. Sehr gut. So, in diesem Sinne geht es jetzt weiter.
Ihr dürft gespannt sein. Ihr kriegt jetzt die Kamera wieder nach vorne, könnt ein bisschen die Landschaft genießen und ich melde mich wieder am nächsten Ladepunkt. Bis gleich. Nächster Ladestopp, Demminer Land. Seitdem hier 4 Ionity Säulen stehen, will ich euch mal zeigen. Und nicht mehr nur diese eine relativ unzuverlässige oder lange Zeit unzuverlässige Triple Charger eines großen Energiekonzerns. Ist das auch ein Ladepunkt oder ein Ort, mit dem man planen kann? Wir können mal schauen. Ich habe gerade angeschlossen. Man kann es wahrscheinlich aufgrund der Sonneneinstrahlung nicht erkennen. Das ist, also da müsste Ionity echt nochmal nach. Also riesen Displays, tolle Angaben drauf, aber also mit Mühe und Not kann ich erkennen, ich habe jetzt 24% noch drin, 60 kW Liter. Wir sind jetzt auch wieder ungefähr eine Stunde 15 Minuten gefahren. Liegt einfach daran, ich kann mal umdrehen, weil wir nicht leer auf Usedom ankommen wollen, sondern noch mit einem gewissen Restakku. Da hinten ist ein Kinderspielplatz. Frau und Kind sind jetzt gerade auf Toilette. Wir lassen es uns jetzt erstmal so 20, 30 Minuten gut gehen. 28 Minuten ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Dazu sei gesagt, also selbst das Elektroauto wäre nicht so fordernd gewesen, wie es Frau und Kind manchmal sind. Das heißt also, ich wäre mit einem Ladestopp locker von Berlin nach Usedom gekommen, rein rechnerisch. Hätte wahrscheinlich auch hingehauen, aber wie das halt so ist, ne, der eine oder andere muss mal auf Toilette, dann möchte man mal kurz spielen und man kennt Kinder, ganz im Ernst. Also wer Kinder 1000 Kilometer da hinten einsperrt, der hat in meinen Augen die Welt nicht verstanden. Ja, also ein Kind will in einer Stunde, anderthalb will das raus und lasse 20 Minuten spielen, in der Zwischenzeit lädst du, gehst du Pipi, was auch immer. Ja, in diesem Sinne, ich lade, ich melde mich gleich, wenn die Ladung fertig ist, wenn es wieder weitergeht und ihr seid dabei. Sorry für den Wind, aber was ich euch nur zeigen wollte war, ich wollte jetzt endlich auf Toilette gehen vom ladenden Auto, zeig's nochmal. Da hinten steht er am Ionity und gehe hier an dem Triple Charger eines großen Energieversorgers vorbei und was sehen meine entzündeten Augen? Eigentlich das gleiche, was ich persönlich immer sehe, wenn ich diese Lader sehe, und zwar das rot, out of service. Ich verstehe halt nicht, warum man die nicht am Laufen halten kann. Warum das nicht funktioniert. Naja, das soll ich euch nur ganz kurz zeigen. Jetzt geht es erstmal auf Pipi-Klo. Und dann melde ich mich gleich nochmal. So, fertig geladen auf 94%. Und jetzt geht es los auf die Insel Usedom. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ob wir da auf die Insel kommen und wie wir dann dort laden. Denn die Ladeinfrastruktur auf dieser Insel lässt ja dezent zu wünschen übrig.
immer Angst vor der langen Strecke mit dem Elektrofahrzeug. Oder haben sich einreden lassen, man müsse sich ein Hotelzimmer nehmen und irgendwo übernachten. Wir sind jetzt nach 3,5 Stunden auf der Insel Usedom angekommen. Beziehen gerade unsere Ferienwohnung, machen es uns gemütlich. Das soll es fürs Erste hier gewesen sein. Ich werde noch einen zweiten Teil machen, wo ich so ein bisschen zeige, wie wir hier durch die Insel fahren, wie wir hier vorankommen, wie die Ladeinfrastruktur auf der Insel Usedom funktioniert. Denn wer in Going Electric reinguckt, der sieht schon, dass die meisten Ladesäulen, wenn dann, von Hotels sind. Und nicht einfach so öffentlich zugänglich, das heißt also nur für deren Gäste. Schnelllader gibt es, soweit ich sehen konnte, bisher gar nicht auf der Insel. Und ich werde euch erzählen, warum ich nicht hier an dieser Ferienwohnung lade. Das soll es fürs Erste gewesen sein. Die anderen Sachen kommen dann im zweiten und im dritten Teil. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Viel Spaß, bleibt dran. Und wenn ihr informiert sein wollt, wann die nächsten Videos kommen, dann einfach hier unten den Kanal abonnieren und ihr bekommt direkt eine Mitteilung, wenn wir die anderen Videos hochladen. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei seid.